Neue Woche. Neues Video. Wie ihr in unseren Videos bestimmt schon gesehen habt, gibt es viele Vorurteile, die diese Allmanns über uns Muslime haben. Fiete, du bist selber einer. Was? Leute, machen wir uns nichts vor, keiner kann sich von Vorurteilen freisprechen. Die muslimische Community ist divers. Und auch wenn alles Muslime sind, sind sie trotzdem sehr verschieden. Und das führt zu Fragen, die häufig unbeantwortet bleiben. Ich brauche Antworten, Mann. Ja, und wenn man die nicht findet, dann sammelt man sie sich irgendwo zusammen. Voilà, Vorurteile. 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 Was? Du bist Florian? Warum trägst du kein Kopftuch? Weil du deinen Glauben in deinem Herzen trägst? Warte mal, du willst mir erzählen, dass du Araber bist? Ja, nee, ist klar. Du bist Muslim, aber warum ist deine Familie noch nicht konvertiert? Entschuldigung, Schwester, aber wie trägst du eigentlich dein Kopftuch? Also, das ist nicht Hijab. Du bist so modern gekleidet. Lassen deine Eltern nicht eigentlich so raus? Wie heißt du nochmal? Youssef? Und weiter? Mutombo Yayatu? Betest du überhaupt oder fastest du? Hast du schon mal im Koran gelesen? Hakuna Matata? Sag mir eine Sura aus dem Koran. Du lachst in Anwesenheit von Männern. Warum legst du dein Tuch nicht gleich ab? Dann fängst du an, den Kopf zu tragen. Nach der Hochzeit oder was? Wie sind denn diese Lehmmaschinen eigentlich so? Wie willst du eigentlich ohne Kopftuch einen Ehemann finden? Du weißt aber schon, dass Schweinefleisch bei uns verboten ist. Wann fängst du an mit Nikab? Nach der Hochzeit? Kannst du überhaupt kochen? Feiern kannst du aber, ne? Lass mich raten. Du hast einen Freund. Und? Schon beschnitten? Kannst du überhaupt kochen? Ey, du hast bestimmt nur Uni im Kopf. Bah. Sagt der Islam dir überhaupt irgendetwas? Einen Bruder hast du nicht, ne? Wie, Universität? Kann man jetzt Hausfrau studieren? Was ist denn das in deinem Gesicht? Soll das ein Vollbart sein? Hast du schon einen Pass oder suchst du noch eine deutsche Frau? Du bist jetzt Muslim. Und was ist dein islamischer Name? Ey, Will Smith ist echt ein Hammer-Schauspieler. Wie viele Kamele gibt's denn bei euch als Hochzeitsgeschenk? Ey, Eddie Murphy ist extrem lustig, aber. Du bist 25 und bist immer noch nicht verheiratet? Wird aber langsam eng für dich, oder? Sag mal, warum schwitzt denn Obama da so? Kannst du überhaupt Arabisch? Als was arbeitest du eigentlich? Du denkst auch, Hasfi-Betrug wäre Halal, ne? Na komm, sag mal was. Ich will aber schöne Kinder. Nicht so dunkle. Ah, tahki arabiyan, ja? Tahki arabiyan. Du glaubst auch, du kriegst schneller einen ab, nur weil du Kopftuch trägst, oder? Was heißt denn Allahu Akbar auf Afrikanisch? Du trägst zwar Kopftuch, aber du schmiegst dich wie eine Kardashian. Ich hab mal zu Ramadan für einen Brunnen in Afrika gespendet. Habt ihr jetzt einen? Wie viele Stunden am Tag bist du noch mal im Shisha-Café? Dich heiraten? Meine Eltern bringen mich um. Warum schwitzt denn Obama da so? Das, ich fühle mich so scheiße dabei. Entschuldigung. Wie könnte sowas grausames sein? Ja, jetzt haben wir auch unser Fett weg. Wenn euch noch weitere Vorurteile einfallen, die in der muslimischen Community vorkommen, dann schreibt es uns auch gerne unten in die Kommentare. Und da gibt's ein neues Video. Vielleicht, man weiß es nicht. Wenn ihr weiterhin Bock habt, mit uns Attentate zu verüben, dann findet ihr unseren Abo-Button direkt neben Fietes Gesicht. Wenn ihr Bock auf weitere Videos von uns habt, dann findet ihr sie hier oben. Und wenn ihr zur fetten Welt von Funk wollt, dann gibt's das hier.